Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4, The Lost and Damned DLC. Ich wollte schon mal zur Mission fahren, damit ihr euch die Fahrt erspart. Nur, ich bin auf dem Weg dahin gestorben. Aber hey, ich habe wieder volle Leben. Und wir haben einen Krankenwagen. Toll. Und erstmal die Scheinwerfer kaputt fahren. Gut, wir fahren jetzt auf jeden Fall zum J und ich habe eben auch eine Nachricht noch bekommen. Gut. Und wir sind da, dann fahre ich da einmal ganz kurz rein. Hau ab. Gentlemen, Johnny, you remember Ray, right? Yeah, how you doing? How am I doing? I got the feds all over me, I got a boss who's a paranoid wreck, and I got a guy above me in the food chain with a brain like an overcooked artichoke. Things are great. Yeah? Sounds like shit to me, but whatever. So, why you here? I heard you boys is having a little internal dispute. Yeah, where'd you hear that from? From Ashley. You friends with Ashley? Everybody's friends with Ashley, tough guy. you know, she's a good kid and all. A little messed up, but, you know, she needed a friend. Ray told us where Brian is. Yeah. Oh, yeah, where? And how the hell does he know? All right. Don't go breaking my balls, all right? I talked to Brian a half an hour ago. And listen, I understand where you guys are coming from. And on one hand, I don't give a shit. A bunch of grease monkeys want to have an all-out gangbang be my guest. You're all adults. Sorta. But right now, I need calm. Billy's on the inside. I need a steady flow of merchandise. So it's in my interest to see that you boys calm things down. End this little squabble and get back to work. I'll see you later. Yeah, see you later, yeah, Ray. Yeah, bye, buddy. So what do you think, Johnny? I think that guy makes my skin crawl. But now that you mention it, so does Brian. And right now, he's our problem. God damn it. Brian was my brother. Yeah, he was, but so were a lot of people. I don't feel like that shit means too much anymore. So? So I'm gonna go pay Brian a visit and see just what that fat fucker's problem is. See you all later. Fahr zu Brians Versteck. Machen wir mal. Weg da. Was soll ich mit Krankenwagen? Ein Rettungswagen. Hätte ich oben weiterfahren müssen oder kann ich auch hier unten lang fahren? Nö, gut, passt so. Ich kann auch hier lang fahren. Weg da. Weg. Stehen heute alle im Weg. Okay, Baustelle. Mir geht's gut. Weg da. Er wollte mich anfahren, ich hab's ganz genau gesehen. Eine Person vom Motorrad geschossen. Da ist der nächste. Voll getroffen eigentlich. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf das Fahrzeug schießen soll, aber ich wollte es nicht nochmal Polizei haben. I mean, I would have wanted
be in prison or anything, but I take it. Fucking Johnny the Rat. Halte Brian aus. Oh, das sollte man sogar machen, denke ich mal. Oh, da sind einige. Hä? Ja, ein Schuss und ich bin tot, wahrscheinlich. Ja, danke. Fängt ja schon mal gut an, der Part. Direkt wieder gestorben. Ja, komm, ich will die Mission schnell neu starten hier. Ja, ja. Aber ich weiß es ja, von wo die Gegner kommen. Wird mich verarschen? So. Explodier, explodier! Wieder Rohrbombe. Ich brauch Deckung. Er wollte gerade abhauen. Brian, brother, it's time. Oh, Brian, Johnny's here. Billy's not here to protect you, Brian. Verschwinde aus dem Haus. Ich bin da nicht im Haus. Einsteigen. Er kam mir doch verdächtig vor. Gut, dann werfen wir die Karte. So, dann fahren wir jetzt da zur Elisabetta. Wegpunkt ist gesetzt. Und wir fahren los. Komme ich hier raus? Ja. Schade, dass man damit nicht fahren kann. Gut. Oh. Und eine neue Nachricht von Jim. Okay, wir haben anscheinend jetzt ein neues Zuhause. Oder besser gesagt, einen neuen Punkt zum Speichern. Ups. Ups. Der Zaun ist sogar am Boden verschwunden. Ich dachte, ich muss weiter rechts. Ach, dann fahre ich jetzt hier links in die Gasse rein.
Wegpunkt nicht ändern? Hau doch ab, Vollidiot. Oh man, no! Please! Warum fliegt ja nicht immer ein Helikopter lang, wenn wir da gerade lang fahren? Ist das zufällig oder? Wir sollten auf jeden Fall gleich da sein. Ich hab ganz vergessen, ich muss noch auf eine andere Insel rüber. Dann fahre ich jetzt hier mal lang. Ich hoffe mal, hier geht's auch noch richtig lang. So, auf die andere Insel. Stopp. So. Ja, hier sieht's richtig aus. Schon wieder vorbeigefahren. Gehst du weg? So, wir sind da. Oh, fast. Wir sind fast da. Ja, toll. So, wir sind da. You know, Chico, hold up. Where do you think you're going, man? You gotta hold up, Johnny, here. I'm talking to you, all right? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between an orc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Captain. I didn't think you lost bikers got down with peoples like Mark here. Then with their sports bike, you with your choppers. And looking at the two of you, don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Mark here is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Shit. Give me some. These ain't probably dimes for us. Yeah. People always gonna want what we got to sell. Mm-hmm. Hell, they gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, Cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their loan, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? Here it is. Now get the fuck out of here. We out. We out. Okay, ma. Avanza, cabrones. ¿Qué? Let's go. Bus. Fucking parade. Entrame una criada, Andreas. Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up. Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some rubber gloves. I'm gonna be honest, okay? Because... Let's keep a low profile and ride in a car, man. Can you get your people to bring our bikes to the drop-off? Alright now, try not to do too much damage with this here, alright? Take us to the bridge, Johnny boy! Hat gerade gesagt, ich soll versuchen, dieses Fahrzeug nicht wirklich... Reden lerne ich nochmal? Er hat doch gerade eben gesagt, dass ich diesem Fahrzeug nicht so viel Schaden zufügen soll. Sollte da nicht besser jemand anders fahren? Ich versuch's aber. Ich kann nichts versprechen. Was war denn das für ein Navi?
so great. I'm gonna take care of this. We're gonna get through this. You gotta be kidding me. What's the problem? You're holding traffic up. What's the problem? Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay. Hey, would you just let us through? Look, you don't gotta exact change. You're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back to the station. Look, I'll come back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You gonna pay my bills and put food on the table? Hey, turn around hey, now! Look, I got some change right here! Fine. Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. You're doing great, honey. It's okay. Just all right, now, let's do this. Dann warten wir mal auf die Gegner. Und was habe ich da für eine tolle Waffe bekommen? Hey, der hat nicht mehr bezahlt. Ja, der hat bezahlt. Und jetzt durch da. Beeilung. Geht's noch? Das bezahlen sie. Jetzt können sie auch einfach durchfahren. Ich glaube, die gehören zusammen. Ja, tun sie. Das hat er noch hochgemacht. Ich habe nicht viel Leben. Ich habe eine automatische Schrotflinte. Oh, Mist. Nein. Dieser eine Typ dort, das wäre der letzte auf dieser Seite gewesen. Dann hätte ich mich dort verstecken können und die anderen aus Entfernung abschießen können. Super. Zweite Mission der Folge. Zweiter Tod der Folge. Ja, brauche ich jetzt nicht nochmal sehen. Jetzt brauchen die wieder eine Ewigkeit, bis die ankommen. Ich knallte jetzt früher rein. Weil diese hier, die gehören ja auch noch zusammen. Ach, das war der Vollidiot, der die Schranke abgefahren hat. So. Der gehört zu mir. Ich will den Van nicht zerstören. Oh, okay, meine Position ist nicht wirklich gut. Ich sterbe gleich schon wieder, das finde ich gar nicht gut. Geh da weg. Ich hab's gleich, aber ich denke mal, die Polizei wird mich töten. Ein bisschen präziser, ey, was soll denn das? Direkt angeschossen. Hat nichts bewirkt. Was soll das denn? Oh, endlich. Und weg, ja.
Ja, der lebt noch. Er ist nicht mehr. So, ich muss nicht bezahlen. Ich fahr mal hier hoch. Ja, so einfach geht's. Bring den Van in die Garage. Allegedly, Johnny boy, allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery versus foreign plastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch! Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out and the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. We've still got heart, man. The lost MC are still here. We just don't get on MeTV and scream about it. Yeah, nein. Sure. Nein. Das ist kaputt. Und wir sind so kurz davor. Bitte geh jetzt nicht noch kaputt, kurz vom Ziel. Nein, das ist gar nicht gut. Okay, geschafft. Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Mal. I'm just hoping you, me and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. Und damit haben wir diese Mission auch abgeschlossen. Elisabetta ist die nächste Mission anscheinend. Okay, wir nehmen mal dieses Motorrad dort. Nein, jetzt habe ich aufgelegt. Super. Gut, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.